Und jetzt sehen Sie Neues vom Sport. In der dritten Handballliga stand am Freitagabend das Duell zwischen dem VfL Pfullingen und dem HBW Balingen-Wallstätten 2 an. Und das war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Vor 1000 Zuschauern setzte sich der VfL nach einer starken Vorstellung mit 38:31 durch und ist nun Zweiter. Die Junggallier stehen mit 16:10 Punkten weiterhin auf Platz 4. Den Spielbericht und die Stimmen zum Derby gibt es am Montag im Sportmagazin. In der Fußball-Oberliga hat der SSV Reutlingen in Hollenbach mit 2:1 gewonnen. Das 1:0 für den SSV schoss Luca Meixner, für das zweite Tor sorgte Jonas Meiser. Ebenfalls in der Oberliga traf die TSG Balingen auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Am Ende konnten sich die Balinger zu Hause mit einem 2:1 durchsetzen. Im letzten Spiel des Jahres treffen am kommenden Samstag der SSV und die TSG in Reutlingen direkt aufeinander.